ho, ho, ich bin's, der Weihnachtsmann. Und ich habe saftige Geschenke für euch. Aber zuerst... Oh mein Gott, kein Spaß, Leute, dieser dumme Bart hier ist so verzwickt, der beißt kann, mein ganzer Hals kratzt, aber Leute, frohe Weihnachten, ja? Wir haben nicht bald Weihnachten und falls ihr nicht wisst hier, wir haben saftige Team Melone Weihnachtsedition Sachen hier im Shop hier, limitiert, nur bis 31. Dezember, könnt ihr auch die Weihnachtssachen holen, die von Team Melone, von was ich gerade anhab, Jomai Weihnachten. Das ist richtig geil, das ist so mit dem Schlitten, mit Blocky Slimy, mega nice, hier kommt mein kleiner Bommel wieder, demnächst kommen auch richtig viele Weihnachtsvideos, aber Leute, hol ich noch bis zum 24.12. auf jeden Fall euch die Galaxy-Sachen. Die 10 Jahre Fullprint Galaxy-T-Shirts sind nämlich auch schon, glaube ich, wieder mittlerweile, wie das Video sieht, ihr seht aus hier. Aber die Galaxy-Edition gibt es noch bis 24. Danach ist die für immer weg hier. Also schaut vorbei hier. Und die 3D Galaxy-Autogrammkarten gibt es auch immer noch im Shop hier zu der großen Mission Gras dazu hier. Und Leute, ho, ho, ho. Ich, der Weihnachtsmann, gibt euch auch saftige Plüschtiere, ja? Ab sofort zum Battlepreis. Das heißt, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel Meloni und Blocky haben wollt, spart ihr Geld. Über 10 Euro, ja? Ihr könnt euch auch alle 5 Plüschtiere holen hier. In den riesen Chaos Throne, die übrigens gerade um 25 Euro reduziert ist. Slimy Baby Chaos Throne so. Und dann spart ihr, glaube ich, wenn ihr euch alle 5 holt, bis zu 50 Euro, ja? Aber ich glaube, 57 Euro spart ihr, wenn ihr alle holt auf einem Gesamtpaket hier. Also, shop.galaxy, kommt vorbei hier. Holt euch. Ey, wir haben super geile Bundle-Angebote. Aber jetzt hier, viel Spaß mit dem weihnachtlichen heutigen Video. Hey Leute, ich bin der Chaos von 40 und willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft Apollo. Hier heute oben in meiner Bar bei meiner neuen Weltenkarte. Und Leute, mir ist aufgefallen, mein Helm hier, der geile Helm mit den super guten Qualitäten hier und der so richtig cool aussieht, ist bald kaputt. Und ich weiß nicht, wie ich den repariere. Ich weiß nicht, welches Item. Vielleicht irgendwie ein Crafting-Dings, aber da steht Baronyt-Ingot. Ich habe keine, woher ich das bekomme. Deswegen, Leute, ich glaube, wir brauchen bald einen neuen Helm hier. Aber willkommen zurück zu Minecraft Apollo. Letzte Folge haben wir geile Sachen gemacht. Wir haben letzte Folge, was haben wir denn letzte Folge gemacht? Lass mal schauen hier, ja? Wir gehen mal auf YouTube, warte mal, youtube.com/chaos40/videos, ja? Da sieht man nämlich alles, was ich hochgeladen habe. Wir haben letzte Folge, genau, den Kampf gemacht gegen Titus. Das war brutal. Leute, letzte Folge haben wir quasi gegen die Karte gekämpft mit Titus. Und das war echt schlimm. Übrigens, wir haben neue Fanarts hier. Zeige ich euch gleich. Wir haben letzte Folge draußen gekämpft gegen die Karte. Die ist einfach nicht down gegangen. Und sind am Ende einfach Titus versteinert. Das ist Titus. Ist einfach, keine Ahnung. Der ist irgendwie jetzt eine Statue. Der ist versteinert. Ja. Oh mein Gott, diese komischen Viecher. Ich weiß nicht, wie ich ihn heilen soll. Ein paar haben gesagt, Flo, vielleicht Lava platzieren oder so, aber ich habe keine Ahnung, ob das was bringt irgendwie. Oh, Feuer im Biome den Jumpen. Okay, geil. Aber Leute, was ich heute machen wollte. Ich habe heute erstmal nachgezählt alle meine Quests hier, ja. Wie viel ich eigentlich schon fertig habe. Und Leute, ich habe mir ein paar Instant Damage Potions gemacht, weil wir haben ein kleines Problem. Ich habe letzte Folge euch gezeigt hier, oder vorletzte Folge. Das hier ist eine Farm ab von Schweinen und ja, ich habe ein kleines Problem. Also ein paar könnten meinen, ich habe hier eine Überbevölkerung. Deswegen, Leute, ihr habt ja wahrscheinlich alle Avengers gesehen. Wir machen jetzt das so wie Thanos, okay? Die Hälfte der Schweine werden jetzt hier zu Schnitzel verarbeitet. Deswegen, so und pam. Und ich glaube, einmal geht's noch, oder? Zack. Okay. Ich glaube, es reicht nicht. Wir müssen genau die Hälfte der Schweine zu Schnitzel verarbeiten. Deswegen, weil wir haben ein bisschen Massentierhaltung. Ja, das ist nicht ganz gut. Auch nicht für die Schweine. Deswegen, so. Und wir brauchen eh ein bisschen mehr Essen hier. Deswegen... Leute, ich habe so ein Problem hier. Ich habe zu viele Schweine. Woher kommen die? Ich habe letztens einmal gefüttert. Leute, wenn ich die fütter mit Weizen, dann pflanzen sie sich von alleine fort, ohne dass ich denen Karotten gebe. Ja? Und dann passiert sowas. Ja? Okay, das ist nicht ganz gut. So, zack, erstmal ein paar hier töten. Ich glaube, wir sind fast über der Hälfte. Oder reicht das? So, ich glaube, das ist fürs erste Mal gut. Wir haben jetzt hier wie viel? Oh, wir haben so viel Dingschnitzel. Und was ist Tello? Ist das irgendwie Wachs? Warum droppen die das? Warum droppen Schweine einfach Wachs? Okay, keine Ahnung. Jedenfalls, das sind unsere Schweine. Oh, ein paar sind ausgebrochen. Aber egal. Aber ich habe nachgezählt übrigens, wie viele Dings-Quests ich abgeschlossen habe. Und Leute, ich habe feststellen können hier, ja. Wir haben jetzt irgendwo die Quests, glaube ich. Ich glaube, das war oben oder so. Warte mal, wo waren das? Irgendwo schließt es so und so viele Quests ab. Ich glaube, das war, wo waren das? Profi? Ne, das waren Skills hier. Das Event. Wo waren das? Irgendwo hier hatten wir eine Quest. Genau. 60 Quests. Ich habe jetzt hier am 75 schon abgeschlossen. Das heißt, wir können die hier abschließen. Und claimen. Jetzt haben wir insgesamt doch schon 76 und
80 Quests. Es gibt 4 Quests noch. Dann können wir hier offiziell die nächste abschließen. Und Leute, wir haben heute viele Totems. Ich weiß, ihr liebt Totems. Deswegen habe ich richtig viele Totems hier, die ich heute zusammen mit euch öffnen wollte. Und ich hoffe, kein Spaß. Es gibt ein paar, haben gesagt hier, es gibt irgendein Enchantment. Das heißt irgendwie Luck oder Glück oder irgendwie sowas. Es gibt nur Glück des Meeres. Luck of the Sea. Aber nicht Glück. Es gibt eine Potion, die mir Luck bringt. Aber Leute, ich glaube, das Luck macht gar nichts. Ich glaube, das ist einfach ein nutzloser Effekt hier. Der macht irgendwie nicht wirklich irgendwas. Deswegen. Und Leute, ich habe neue Fans, die ich euch zeigen kann. Nämlich hier oben. Das Geile ist, wir hatten letztens die liebe Hades zu Besuch. Hier, checkt rechts mir die Folge, wenn ihr verpasst habt. Und die... Oh! Woher kommt hier ein Creeper? Der hat hier fast den Oh Man gemacht. Warte. Oh mein Gott. Einfach ein Creeper. Leute, und dieselbe Zeichnerin hier, die das Fanart hier gemacht hat, hat Hades in Lieb gemacht. Zwar die Phoebe von Twitter oder auf Instagram army.kaktusmelone. Und sie hat Hades in Lieb gemacht. Sieht richtig nice aus hier, finde ich. Einfach so eine Englisch-Version. Genau. Hier drüben haben wir noch ein paar weitere Versionen, nämlich hier von manuela.rts von Instagram hier. Auch die liebe Hades. Ich finde, sie sieht recht nett aus hier. Richtig süß hier und knuddelig. Mit den blonden Haaren hier und allem drum und dran. Hier wird von Dragon Girl N76 hier auch eine liebe Version. Sie selber, die das Fanart hier gemacht hat, hat es nochmal in Lieb gemacht, ja. Und ich finde, sie sieht mega süß aus hier. Mit dem Rock und allem hier. Mit den gelben Engelsflügeln. Mit dem Heiligenschein und so. Einfach mega knuddelig. Und Leute, hier noch ein Fanart von Looney 1583. Die hat auch schon mal hartes Fanart gemacht hier. Aber jetzt ein neues gemacht hier, von der lieben Hades. Also dieselbe Zeichnerin, die hier drüben, warte mal, das Fanart hier gemacht hat, von der hier. Warte mal, war hier. Oh mein Gott! Leute, ein Schattenmagier! Was macht... Nein, du haust ab! Was macht der hier? Oh mein Gott, der klaut, glaube ich, meinen Block. Nein, hau ab! Oh mein Gott, der klaut meinen Block! Zauber! Leute! Hau! Nein! Hat den Block aktiviert. Oh mein Gott! Komm zurück, du dummer Magier! Oh mein Gott, Leute! Er hat den Block einfach aktiviert gegen mich! Okay, ich meine, alles klar. Jetzt bin ich eingesperrt und gleich ist es aus. Okay. Leute, eigentlich soll ich nicht böse sein, weil ich habe den Block eigentlich geklaut von denen. Also eigentlich eher ist es der Eigentum, aber... Leute! Jetzt habe ich keinen Schutz mehr. Jetzt haben wir keinen Titus mehr. Wir haben jetzt auch keinen Block mehr. Und wo ist der hin? Die laufen übrigens alle dort drüben irgendwie hin oder so. Keine Ahnung. Oder ich glaube, die laufen einfach in die Richtung von deren Dings. Übrigens lebt mein Lottomann noch. Ich glaube schon. Der Fritz 2.0 hier in diesem kleinen Cobblestone-Ding. Jo, er lebt noch. Perfekt. Den müssen wir demnächst zu uns nach Hause bringen. Was habe ich gerade gemacht? Warum ist hier ein komisches Tier hier? Ein Stachelschwein. Ein kleiner Sonic, der Dings, der Hedgehog. Alles klar. Aber Leute, heute noch einige coole neue Sachen. Leute, kein Spaß. Wir brauchen was Neues, ja? Ich meine, ich kann Hades fragen, aber Hades ist gerade irgendwie in ihrer süßen Form, die kam von dem Heiligentrank, Dings, beschworen wurde oder so. Aber ich meine, ich finde die Version für die nicht schlecht. Ja? Es könnte schlimmer sein. Und mein Helm ist jetzt kaputt. Geil, jetzt habe ich keinen Helm mehr. Können wir uns vielleicht eine neue Rüstung machen? Wir können uns da 4 Rüstungen machen oder sowas. Oder wir machen uns einfach... Warte, gibt es Jade-Rüstung? Es gibt Wizard-Rüstung. Wir können das Urka... Was ist Urka? Eine Rüstung machen. Oder Kristallit brauche ich hierfür. Speed-Rüstung. Wir können uns einen Speed-Helm machen, theoretisch. Oder Small Purple Battle. Kennt was das ist hier? Jungle Dornen. Es gibt mehrere Rüstungen hier, die man sich machen kann. Mit Bloodstone. Necro-Helmet, okay. Gibt's noch mehr? Es gibt noch mehr! Eiskristall? Und Mystit-Ingot. Es gibt so viele Rüstungen, für die man Jade braucht. Habe ich einen Bloodstone irgendwo? Nee, oder? Nee, habe ich nicht. Gibt's Rosit-Rüstung? Nö, mit Blasium kann ich kombinieren. Okay, alles klar. Dann habe ich anscheinend jetzt keinen Helm. Habe ich hier vielleicht genug? Ich habe einen Dierhelm eigentlich theoretisch noch, also den kann ich eigentlich benutzen. Aber, Leute, ich wollte euch heute unbedingt sagen, wir haben jetzt, glaube ich, nur noch 5 Tage im Shop hier. Bis 24. die Galaxy-Edition ist. Falls ihr noch ein saftig Galaxy-Hoodie haben wollt hier, von dem Team Melone Galaxy, so ein geiles Design hier, finde ich. Schlag zu,
Shopbook auf dich bekommen, ultra schnell sein, ja? Weil in ein paar Tagen ist es weg, nämlich in 5 Tagen. 10 Jahre Galaxy Poster könnte ich auch noch holen hier. Und die Vollprint 10 Jahre T-Shirts. Und Leute, wenn ihr jetzt schnell seid hier, bis Ende Dezember gibt es auch noch die Bundles hier. Das heißt, wenn ihr mehrere Plüschere holen wollt, ich euch hier, spart ihr Geld. Bis zu 10, also 10 bis 50 Euro könnt ihr sparen, wenn ihr mehrere auf einmal kauft hier. Ich finde es richtig geil. Voll viele haben sich gekauft hier. Saftig und schleimig, nämlich das Bundle mit Slimy und Meloni. Das spart ihr 23%. Richtig geil. Schlag zu shop.gavity.com. Es gibt auch Top-Stink-Tunis hier und vieles weitere. Und, Leute, ihr kriegt zu jeder Bestellung ab 44 Euro Bestellwert ein gratis, geheimes Geschenk dazu. Ihr wisst nicht, was es ist, bevor es ankommt. Ihr kriegt ein Geschenk dazu ab 44 Euro Bestellwert. Spezielle Weihnachtsaktion nur jetzt hier. Also seid schon Eltern, schaut vorbei. Es lohnt sich echt mega. Und bit.do/Saftig für meine Deutschland-Tour, falls ihr Tickets holen wollt. VIP-Tickets sind schon fast alle weg hier, aber ich glaube, demnächst stocken wir nochmal auf hier, erhöhen die VIP-Tickets nochmal, weil da kriegt ihr ein exklusives Meet and Greet mit mir. Aber Leute, wir werden jetzt hier erstmal ein kleines Unboxing machen, ja, weil ihr habt alle saftige Likes da gelassen. Und wenn ihr es nicht wisst, Leute, bei 10.000 Likes bei einer Folge mache ich nächste Folge darauf ein Mini-Unboxing, ja, oder ein Unboxing. Das heißt, wenn ihr mehr Unboxings haben wollt hier von Totems und allen anderen, lasst ein Like da, und wenn ihr mehr XL-Folgen haben wollt, lasst auch ein Like da. Das bewirkt einfach, dass ich demnächst mehr XL-Folgen mache hier und mehr Unboxing. Okay, wir haben ein paar Totems. Wir haben einmal den Blood Fury Lotto Idol Totem hier. Wir haben einmal Explokron. Den mache ich jetzt letztes, weil der ist der geilste. Wir haben einen Terminator-Totem. So, wo baue ich den nächsten auf? Einen baue ich dann, warte mal, hier auf. Viral Archer Gun. Ein Totem mache ich hier im Enchanting-Raum auf. Einen weiteren Totem, würde ich sagen, ein Baron-Staff. Oh, Lord Julian-Staff. Hi. Einen weiteren würde ich nochmal hier weiter oben aufmachen. Terminator nochmal. Und einen bei der Karte. Und wir machen jetzt Ultra-Unboxing, okay? So, und ich glaube, hier mache ich einfach mal auf, damit ich runterspringen kann, schnell. So, dann geht's weiter. Hier unten nochmal Baron-Staff. Ich weiß gar nicht, wo ich weitermache. Hast du Chess von deinem Shop schon gesehen? Nein, noch nicht. Oh mein Gott, da ist noch ein Tier. Schau ich mir nachher gleich an. Julian hat mir anscheinend eine Chest hingebaut. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist von Julian. Aber, okay, alles klar. Leute, wenn wir heute kein Totem kriegen, keine Ahnung, dann töte ich einfach Tops oder so. Ich weiß nicht. Vor allem, okay. Ein Totem machen wir hier auf und den letzten, würde ich sagen, machen wir innen drinnen beim Dings auf. Hier in meinem Kistenlager. Weil, Leute, ich brauche heute unbedingt ein Totem, ja? Kein Spaß. Wir haben schon so Unglück gehabt, letzte Folgen. Ich sehe noch irgendwo einen Monster-Kern. Jedenfalls. Wir starten mal direkt hier mit dem ersten Totem. Leute, drückt mir die Daumen. Blood Fury. Okay, ein Banner. Okay, es könnte schlecht sein, okay? Ein Banner ist okay. Komm, Terminator. Die stärkste Waffe im ganzen Spiel. Oh nein, Leute, warum? Ich sehe schon, welche Richtung es heute geht, aber okay. Viral Archer Gun. Vielleicht ist das unsere Waffe? Oh nein, das ist nicht, Leute. Komm schon, bitte. Ja, es kann nicht so schwer sein, Leute. Es kann nicht so schwer sein. Ich weiß gar nicht. Okay, ich google jetzt mal, okay? Wie schwer ist es, diese komischen Sachen zu kriegen? Google.com. Ja, ich hab's gefunden, okay? Totem. Genau. Okay, alles klar. Was steht hier? Kann man traden? Ich habe eine, oh, hier steht's. Eine 76% Chance auf Seeds. Eine 7,6% Chance auf Banner. Eine 4,5% Chance auf die Waffe. Leute, das heißt, wenn man ein bisschen Mathematik macht, 4,5, mal wie viel ist es innerhalb von 22 Totems sollte man eine Waffe kriegen? Ungefähr durchschnittlich. Oh, Soundkeller, aber Leute, ich habe das Gefühl, ich habe einfach kein Glück hier. 4,5% habe ich auf eine Waffe. Okay, komm schon. Baron-Staff. Ich glaube, es ist ein super geil Zauberstab. Oh, Leute. Okay, wir haben noch Chancen. Okay, ist noch nicht aus. Ja, wir haben nämlich noch hier Terminator-Totem. Die geilste Waffe hier im ganzen Spiel. Okay, ein Banner. Aber wir kriegen schon Banner. Immerhin, Leute, ja? Okay, komm. Hier. Baron-Staff, okay? Bitte. Vielleicht ist es der Baron-Staff. Bitte, komm schon. Leute! Und ich bin nicht totemsüchtig. Ich weiß, was ihr habt, Leute. Ich bin nicht totemsüchtig. Ja, ich sehe eure Kommentare. Flo ist totemsüchtig. Leute, ich bin nicht totemsüchtig. Ich bin es nicht, Leute. Ich kann auch ohne Totems, ja? Den Totem hier, ich lasse so stehen, ja? Ich mache jetzt einfach nicht auf. Okay, kein Spaß, ich musste aufmachen. Baron-Staff, bitte! Oh, Leute. Okay, wir haben noch 2 Totems. 2, ja? Warte mal, wo ist denn der hin hier? Ich war doch ein Totem. Ich schwöre, ich war ein Totem, Leute. Alles klar, anscheinend war so ein visueller Bug. Ich bin kurz neu gejoint. Okay, Leute. Terminator Lotto zu dem. Komm, wir haben 2 Chancen noch.
Terminator, bitte, ja? Komm, bitte, ich habe alle Teile von Terminator geguckt, Leute, ja? Teil 1 bis 4, in 9 zwar nicht, oder 5 habe ich, glaube ich, auch geguckt. Und die Serie, okay, komm, bitte, ich will Terminator, bitte, bitte, Arnold Schwarzenegger, bitte. Okay, warte mal, Leute, vielleicht hilft's, warte mal. Terminator Totem, okay? Google.com, Leute, wir brauchen jetzt hier eine magische Hilfe. Arnold Schwarzenegger, okay, komm, bitte, vielleicht hilft uns das. Komm an, Arnold Schwarzenegger, hier ist er. Arnold Schwarzenegger, hilf mir, bitte, du bist der Terminator. Komm! Leute, wenn ich Arnold Schwarzenegger mehr helfen kann, dann keine Ahnung, ja. Haben wir hier noch einen? Nein. Leute, letzter Totem für heute, okay? Dann haben wir keine Totems mehr. Ja, dann muss ich bis zur nächsten Folge wieder welche sammeln. Explokron Sword. Leute, das ist ein Schwert. Ich kann euch den anschauen hier. Explokron Sword. Ein Schwert, was 18 Damage macht und Explosionen beim Hit. Bitte. Komm schon. Bitte. Vielleicht mit dem Millennium Schwert. Ich waste jetzt extra ein Dings. Komm schon. Bitte. Okay, aber Leute, es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, ja? Es ist nicht schlimm. Ich habe vielleicht oder vielleicht auch nicht mir jetzt gerade eine neue Quest rausgesucht, wo wir Totems kriegen können, ja? Einfach nur so hypothetisch gesehen, ja? Ich meine, ich bin nicht süchtig, ja? Aber wenn ich süchtig wäre, dann würde ich mir auf keinen Fall eine Quest raussuchen, ja? Das habe ich jetzt einfach so gemacht, Leute. Einfach nur, weil ich Bock habe, weil ich Fortschritt machen will, ja? Deswegen. Und wir haben mindestens in 5 verschiedenen Skills Level 10. Ich habe nachgeguckt. Hunter bin ich Level 19. Innovation Level 16, Logging, also in Holzfällen Level 11, Foraging, Expedition und Anima haben wir alles. Das heißt, Leute, wir können die Quest abschließen und wir würden, warte mal, wo ist es hier? Wir würden rein theoretisch jetzt hier noch 3 Totems bekommen haben. Und Leute, rein mathematisch gesehen können wir jetzt nächste Folge, wenn ihr alle ein Like da lässt, nochmal ein Totem-Unboxing machen, ja? Also Leute, schaltet nächste Folge ein, nächste Folge kommt wieder am, ich glaube am Samstag um 12 Uhr, also Samstag 12 Uhr schaltet ein, abonniert mich, falls ihr neu Zuschauer seid hier, für die Totems. Ich spür's, Leute, ja, bei den Soulfire-Bogen, ich spür's, ja, ich spür's im Blut. Nächste Folge ist es, ja, das wird die magische Folge werden, wo wir endlich einen, Dings bekommen werden, ja, ein Item aus dem Totem, ja, ich spür's, spür das auch, Leute, dann lasst mal ein Like da, oh mein Gott, Leute, Bam gesagt, Flo, tötet die Totems noch mit Luck, es gibt keinen Luck, ja, es gibt nichts, was mir mehr Glück bringen kann, Leute, ich habe jetzt bei 25 Totems in diesem Spiel, ja, nichts rausbekommen, ja, 25 oder so, Leute, obwohl man eigentlich alle, wie viel? Die Chance 4,5%. Das heißt, ich sollte alle 22 Totems mindestens eine Waffe kriegen. Habe ich nicht, ja? Weil ich einfach kein Glück habe. Deswegen, okay. Wir müssen Quests weitermachen. Leute, vielleicht, oder vielleicht, wenn wir Glück haben, ja? Können wir demnächst noch mehr kriegen. Ich sammle jetzt die Blumen, weil es gibt eine Quest hier, wo wir bei den Blumen quasi eine Quest beschießen können. Und Leute, vielleicht kriegt man dann Tote bei der Unterquest. Ich bin nicht ganz sicher, Leute. Aber, ich meine, ich mache es, kein Spaß, ich mache die Quest nicht für Totems, ja. Ich mache es nicht für Totems, ich mache es einfach so, weil es mir Spaß macht, ja. Mir macht es einfach Spaß, Quests zu machen, vor allem die ganz schweren Quests. Und deswegen, und Totems, das sind nur so eine Nebenbei-Belohnung. Was laber ich, ich bin süchtig, ich brauche sie. Ich kann nicht ohne Totems leben. Ah! Quest Complete Magie. Okay, warte mal. Magie, Magie, Magie? Wo waren die? Warte mal, oh, hier drüben. Magie. Geil. Runenbox kriege ich hier. Was ist? Zauberer. Beutin Crystal Orb. Können wir demnächst machen, ein bisschen Crystal Orb zu bauen? Atlantis. Wir können richtig viele Quests demnächst. Rache Level 20 in Foraging. Hab ich! Leute! Was ein Zufall! Und abschließen. Also, wir haben jetzt 79 Quests. Warte mal, Leute. Rache Level 30. Okay, das habe ich noch nicht. Totem. Daybreaker. Okay, wir müssen Level 30 erreichen. Gibt es noch irgendwas anderes? Eine Quest, die ich schnell erledigen kann? Hangglider. Okay, Leute, wir machen uns Hangglider. Dann haben wir 80 Quests abgeschossen. Dann kann ich wieder eins abschließen. Leute, okay. Es freut mich einfach, dass wir so weit sind bei Quests, Leute, ja? Ich meine, ja, kein Spaß, Totem hin und da. Ist ja schön und gut, aber Leute, die Quests sind das Wahre. Wir müssen einfach viele Quests haben, ja? Ich kriege auch Belohnung an Geld hier. So ist es nicht hier. Wir haben wieder 420 Dollar hier. Was richtig geil ist, ja? Wir sind weit, Leute, ja? Ich meine, wir brauchen schon Totems. Ich glaube, ich verkaufe bei Totems nichts einfach. Okay, Spaß hat, okay. Ja, das wäre ein bisschen zu weit. Zu verkaufen würde ich die einfach mal nicht, aber vielleicht verkaufen die anderen ihre Totems. Das wäre, habt ihr schon mal dran gedacht, Leute? Wenn die anderen ihre Totems vielleicht verkaufen wollen, wäre es eigentlich richtig geil. Aber Leute, okay. Dann liken wir mal ein. Wir haben jetzt hier ein paar Boxen noch bekommen. Also lasst ein Like da, falls ihr nächste Folge wieder ein Unboxing haben wollt. Wir haben jetzt hier ein paar Boxen bekommen. Diamond Box, Crystal Flower haben wir hier, die wir hier einlagern können. Und wir haben Runenbox.
und 3 Soulfire-Totems. Es gibt übrigens auch angeblich einen Händler, der Totems anbietet, habt ihr mir gesagt. Vielleicht finde ich den irgendwo, ich weiß nicht wo, aber es gibt einen Händler. Manche Totems kriegt man auch selten von Monstern gedroppt hier. Das heißt, wenn ihr Zombies farmen, lohnt sich das demnächst auch, aber alles klar. Okay, so. Unsere Runen lagern wir hier ein und Leute, wir kriegen es, okay? Übrigens, Hangglider wollte ich gerade craften. Wie mache ich mir meinen Hangglider? Hangglider. Die brauche ich sowieso, Leute, ja? Von daher, ein Scaffolding. Okay, alles klar. Eisen. Und ich glaube, für den Rest brauchen wir Leder und Sticks. Sollte eigentlich machbar sein. Leute, dann haben wir doch ein paar neue Quests abgeschlossen. So Scaffolding war das, glaube ich. Und ich glaube, dann zweimal hier dieses etwas. Genau, so. Geht das? Nein! Oh mein Gott, sag bloß. Oh nein, ich habe mir den falschen Teil gecraftet. Oder? Hey, es geht nicht. Oh ja, ich habe mir zweimal den falschen Teil. Ah, ich bin so dumm. Ich habe mir den falschen Teil gecraftet. Warte mal, vielleicht brauche ich hier das hier. So, auf der Seite. Ja, ich dachte, es ist dasselbe. Okay, weißt du was, das Spiel ist einfach dumm hier. So, dann haben wir hier Leder eingelagert. Eisen eingelagert. Und dann craften wir hier offiziell unseren Hangglider. Und dann haben wir die Quest abgeschlossen. Hoffe ich jetzt mal. So. Hab ich's? Ja, Quest abgeschlossen, Bui. Claim. Perfekt. Also, wir haben insgesamt 80 Quests. Und wir gehen noch upgraden demnächst. Können wir auch noch machen. Alles klar. Also, wir haben jetzt hier insgesamt $455. Richtig geil. Und eine Box habe ich noch bekommen. Eine Iron Box. Nächste Folge gibt es wirklich wieder ein Unboxing. Ich sammle ein paar Totems für euch bis nächste Folge hier. Von Monstern. Dann können wir mehr unboxen. Leute. Ich will meine Totems, ja? Ich will eine Waffe, kein Spaß. Ich habe es verdient. Ich habe schon so viele Totems geöffnet, Leute. Ah! Okay, egal. Jedenfalls, wir haben jetzt unseren Hangglider, der eigentlich auch richtig geil ist. Mit dem können wir so richtig fliegen. Ersparen uns einiges an Zeit auf jeden Fall. Und ich habe jetzt meinen komischen Hangglider, right? Hat es? Warte mal, okay, hat es. Ich wollte was testen bei dir. Oh, hi, hat es. Wie geht's dir? Ein paar haben noch gesagt, Flo, heirate einfach hat es, ja? Kein Spaß, sind die Leute, die haben es aber auch schon bei Folge 1 geschrieben, ja? Ich muss sagen, die sind nicht erst jetzt dazugekommen. Wie geht's dir? Und ich muss sagen, kein Spaß, ich finde Hades echt um einiges sympathischer jetzt hier. Aber die sind nicht mehr so stark. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Hades. Freue mich, dass du fragst hier. Wie geht's dir? Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Einen Regenbogenfisch. LOL. Der hält 4,5 Hungerbalken und bis zu 10 Leben, wenn ich ihn esse. Ey, das ist geil. Ey, danke, Hades. Freut mich. Ach ja, ich habe gesehen, deinem Golem geht's nicht so gut. Ist er krank? Naja, sozusagen. Also, er wird versteinert. Also, es gab da so einen Zwischenvorfall, aber ja, ist ja jetzt nicht so wichtig. Oh mein Gott, ich bin ein Rumstone. Oh, wer schießt hier? Das ist schade. Ich hoffe, wir sind bald wieder gesund. Ja, du, Hades, Leute, ich glaube, der andere Hades könnte mir hier helfen, aber sie anscheinend nicht hier. Ja, du Hades, ich weiß nicht ganz, ob der wieder einfach so gesund wird. Kann ich meine Zauber nicht anwenden auf die? Ja, anscheinend nicht. Was sagt sie? Meine Schwester hat damals auch immer meinen Baby-Golem zu Stein gemacht. Da habe ich stundenlang immer geheult. Ja, stimmt, sie hat gesagt, sie hatte früher einen Baby-Golem oder so. Wo sie noch klein war. Aber ja, okay. Jedenfalls. Ja, ich würde. Leute, keinen Spaß, ich habe auch ein bisschen geweint hier. Wo Titus jetzt einfach so Stein ist. Leute, ich habe jetzt auch keinen Altar mehr. Ich habe keinen Titus. Wie soll ich mich jetzt hier schützen vor den anderen? Oh mein Gott, wer ist das denn? Oh, ja, das ist Meloni. Das ist der kleine, saftige, runde Blob hier. Diese kleine, runde Melone. Wie süß ist der denn bitte? XD Herzchen. Ey, das hat keinen Spaß. Hades ist echt richtig knuffig hier. Das sieht zwar süß aus, aber... Wenn du dich mit ihm anlegst, dann rollt er dich, ja? Und nicht, weil er eine Kugel ist, sondern weil er stark ist. Und hier ist eine Babymelone, wie fluffig. Also ich glaube, Baby-Chaos-Roll will nicht gerade fluffig genannt werden, aber wenn du das sagst, ich will zumindest das Baby-Chaos-Roll-Plüschtier von Shop.com, also komm hier, das ist echt fluschig, ja? Fluffig, also wenn ich das holen wollte hier, holt euch. Gibt's gerade eine Gruppe hier, ich glaube hier, wo? Baby-Chaos und Meloni, spart ihr gerade 19% hier, holt euch, rechts um ihr. Echt coole Haustiere. Vielleicht kommst du demnächst mal zu mir, dann zeige ich dir meinen Hund. Hi. Also, nur wenn du willst natürlich. Wäre aber mega cool, haha. Hades, war das gerade eine Einladung zu dir nach Hause? Also, ja, klar, gerne. Wo wohnst du überhaupt? Mein Hund ist aber etwas, speziell, aber ich glaube, du wirst ihn mögen. Ich meine,
Hunde mag ich eigentlich. Ich meine, in Real Life mag ich Hunde nicht so, weil die meistens ein bisschen zu aufdringlich sind. Da bin ich ja der Katzentyp, aber... ja, gern schon ich mit den Hunden, Hades. Aber, hey, was meinst du mit speziell? Okay, aber er ist doch Stubenrennen, oder? Also, ja, okay, alles klar. Lade ich mal ein hier. Aber ein Regenbogenfisch, wie geil. Ich meine, Hades, übrigens, ich habe hier eine neue Kiste gemacht hier, wo ich mein ganzes Zeug eingelagert habe, weil ich habe so viele Items, die haben nicht mehr reingepasst in die Kiste hier unten, deswegen habe ich jetzt hier oben. Aber geil, jedenfalls. Und ich wollte Hades, aber Hades, komm her, hier, trink den mal hier. Warum gesagt, vielleicht kann ich Hades heilen mit dem Feuerresistenztrank hier. Ich freue mich echt, dass du nett und zuvorkommend bist. Ist nicht selbstverständlich, haha. Hades, oh, hast du den getrunken, oder? Hat sie ihn? Oh, ich glaube, sie hat nur ein bisschen rausgetrunken hier. Hannes, das musst du komplett austrinken, ja? Okay, was sagt sie? Freut mich echt, dass du so nett und zuvorkommend bist. Ist nicht selbstverständlich. Ja, Hannes, es freut mich echt, dass du doch so nett bist. Ich hoffe, du bleibst so ab sofort. Genau, alles klar. Wir haben Heaven Ramstone bekommen hier. Ich will noch einlagern. Ich glaube, die kann ich verkaufen, die Ramstones, bei diesem Typen, der die ganze Zeit hier oben ist. Bei, oh, ich habe schon ein paar Regenbogenfische. Der die ganze Zeit oben beim Berg ist. Oh, sieht nur ausgetrunken. Alles klar. Ich wollte dir noch etwas sagen. Ja, Hades? Was denn? Was willst du mir sagen, Hades? Hast du... Ich weiß nicht ganz, wie ich es dir sagen soll. Eigentlich wollte ich es nicht zugeben, aber... Aber was? Hä, Hades? Leute, wisst ihr, was Hades sagen will? Naja, wie sage ich es am besten, ohne dass es kitschig klingt? Indem du es einfach sagst. Ich meine, was kann so Schlimmes passieren? Hades, warst du angestellt? Hast du mir das kaputt gemacht? Ich fand dich, seitdem wir uns letztens getroffen haben, echt mega cool. Und ich glaube, dass ich mich... Hä? Hä, was meint sie? Naja, also etwas in dich... Hä? Hades? Was meinst du? Leute? Dass du mich... Warte mal. Ich fand dich, seitdem wir uns letztens getroffen haben, echt mega cool. Oh! Oh, warte mal. Wollte ich gerade irgendwie... Oh, ich glaube, ich weiß, was ich sagen wollte. Oh, nein. Oh, nein! Warte mal, Hades? Bist du wieder du? Was hier passiert? Nein! Leute, ich glaube, ich weiß, was ich sagen wollte. Oh nein, es war ein Fehler. Ich hätte nicht heilen dürfen. Nein! Oh, Leute! Ich wusste nicht, dass Hades so und, wurden wir angegriffen? Ja, sozusagen. Okay, Hades, ist jetzt egal, ist jetzt egal. Oh nein, oh nein. Und wieso trage ich Lippenstift? Lol, es wird sich extra das Lippenstift an. Hades, ich kann es dir erklären. Also da war so ein Trank, so ein Holy Water Trank, und den hast du getrunken. Und dann, bist du richtig komisch geworden, so zu einem Engel und alles. Und, das muss ein Fluch gewesen sein. Wie lange war ich weg? Ja, keine Ahnung, eine Woche oder so. Also nicht lange jetzt hier. Aber, geht's dir gut? Also es freut mich, dass du wieder du bist mit deinem Schwert und so. Das war bestimmt diese hinterhältige Hekate. Das gibt Rache. Ja, also Hekate hat, Hades, es gab da was, was du nicht mitbekommen hast. Also Hekate, die war hier. Ja, warte mal, Titus? Yep. Hades, das war Hekate. Die hat Titus zu Stein gemacht. Die haben, glaube ich, locker 10 Minuten lang gekämpft hier. Und dann ist Titus zu Stein geworden. Und jetzt bewegt er sich nicht mehr. Was haben sie dir angetan? Ja, Hades, ich weiß nicht. Weißt du, wie man Titus heilt? Oder ob der so bleibt? Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, Chaos von 40. Ja! Bin ich auch der Meinung. Ja, Hades, ich überlege mir etwas. Bis dahin rüste dich aus. Wollen wir Hekate einmal angreifen? Nächstes? Übrigens, Hades, gab es nicht noch irgendwas, was du mir sagen wolltest? Anscheinend, nicht. Okay. Wir ziehen demnächst in den Kampf. Ja, genau, finde ich auch. Okay, perfekt. Dann rüste ich mich aus und wir ziehen in den Kampf. Okay, Hades, bis dann. Mach's gut. Oh nein. Vielleicht haben wir heute einen Fehler gemacht mit dem Heiltrank. Okay. Aber Leute, warte mal. Habe ich nicht. Wir haben noch zweimal Holy Water. Das heißt, wir können zweimal noch diese andere Form theoretisch auslösen. Glaube ich. Wir haben zweimal heiliges Wasser. Okay. Leute. Ich bin mir nicht 100% sicher, was Hades meint. Aber ich glaube, ich weiß es.
Wisst ihr, was alles gemeint hat? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Lasst mir einen dicken Daumen hoch dafür, mehr XL-Folgen, mehr Unboxing, so allgemein mehr Apollo. Es freut mich mega, dass ihr Apollo so feiert zurzeit hier. Deswegen, schaut shop.com vorbei hier für die saftige Geschenkaktion hier und für die Gags-Edition und Top Stink-T-Shirts natürlich. Haut rein, abonniert mich, nicht vollkommen am Samstag 12 Uhr. Haut rein und ciao, Leute! Endlich ist es soweit. Das brandneue Team Melone Plüschtier ist ab sofort und offiziell im Shop erhältlich. Super flauschig, super knuddelig und perfekt für dich gemacht. Dein Team Melone Plüschtier sowie Blocky und Babychaos von Plüschtieren nur jetzt auf shop.carpity.com.